Wenn die Beleuchtung in der Bar am Abend schwül wird, wenn die Musik den Slow Fox spielt mit müdem Takt, kommt der Moment, wo mir am Körper ziemlich kühl wird, denn dann entkleid ich mich ganz rasch laut Vertrag. Mit meinem Tüllkostüm beginnt die Demontage. Da mach ich Ritsch und steig aus meiner Wäsche raus. Für die Entfernung der Kledage krieg ich Gage und steh ich ganz im Freien da, gibt's Applaus. Wie eine Zwiebel häng ich mich aus meinen Häuten vor allen Leuten. Schaut her, ich bin's. Denn meine Fülle ohne Hülle wirkt auf Männer, speziell auf Männer aus der Provinz. Doch darum macht ich meine Arbeit nicht geringer. Nur wenn ich grad im Licht mein letztes Hemd verlor, ist's, als schauen mir alle Gäste auf die Finger. Ich komm mir immer zu beobachten vor. Oh mein Gott, ich bin hier ganz pudelnackt und ich verplaudere mich. Aber mich fröstelt's auch so. Es zieht wie verrückt. Oh, wenn meine Nackedei von Beruf ist, muss man viel niesen. Hat sie. Erlauben Sie Ihrem Fräulein Tochter Niestrieb zu teasen. Auch wegen der Männer ist mein Tun nicht zu erstreben. Ich bin meist unglücklich, wenn einer mir verfällt. Was kann ich mir denn nachts noch für eine Blöße geben? Er hat ja alles schon gesehen für sein Geld. Er kennt die Blinddarmsnarbe und die Leberflecke. Wie soll ich sagen, er kennt mein ganzes Drum und Dran. Erst gestern sagte einer in der Sofaecke, wenn du mich reizen willst, dann zieh dir bloß was an. Hör ich Musik, knöpf ich mich auf, es ist abscheulich. So ging's mir neulich, ich war halbnackt, grad als im Lohengrün die Stelle mit dem Schwan kam. Und Karajan kam ganz aus dem Takt. Drum ist mir klar, dass ich das nicht mehr lange tue. Ich will nicht immer dastehen, wie man mich erschuf. Noch 40 Jahre und dann setz ich mich zur Ruhe. Es ist ein ganz und gar nicht anziehender Beruf. Hat sie! Pardon.